Dann sind wir soweit. Bevor ich gerade anfange, mal kurz eine Frage in die Runde. Wer von euch kennt eigentlich so einen Stall schon? Verwendet oder vielleicht auch nur einen Begriff? Niemand? Wunderbar, dann ist das ein schöner Einführungsvortrag. Okay, also kurz vorweg, wer ich eigentlich bin. Mein Name ist Bastian Eicher. Ich bin selbst ein Contributor bei Zero Install. Also ein klein wenig Eigenwerbung ist da schon mit drin, aber das Projekt entstammt nicht ursprünglich von mir. Ich möchte euch jetzt am Anfang ein bisschen Überblick geben, was Zero Install eigentlich macht, wie es funktioniert, welche Vorteile es hat. Der Schwerpunkt bei dem ganzen Vortrag wird dann im Bereich Cross-Plattform-Einsatz sein, also wie ihr das sowohl unter Linux wie auch unter Windows verwenden könnt. Es dürfte so ungefähr ein Drittel so reiner Frontalvortrag sein, der Rest ist dann halt eine Live-Demo. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so etwas, dann könnt ihr mich gerne zwischendurch unterbrechen, am besten gerade am Ende einer Folie oder so in der Richtung. Okay, fangen wir gerade mal an. Ganz klassisch erst einmal ein Überblick, was Zero Install selbst eigentlich ist. Ich orientiere mich jetzt hier auch ein bisschen an den offiziellen Angaben von der ursprünglichen Webseite. Der wichtigste Aspekt von Zero Install ist natürlich, was es mit Softinstallation zu tun hat. Es geht darum, dass man Programme installieren können soll, ohne Root-Rechte bzw. Administratorrechte zu haben und dass Softinstallation ohne Nebeneffekte vonstatten gehen soll. Also, dass das Installieren und Entfernen eines Programms wirklich keine Spuren auf dem Rechner zurücklässt. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Vergleich zu Paketverwaltung, wie man sie aus der Linux-Welt vielleicht kennt, ist, dass alles dezentral ist. Also man hat kein zentrales Repository von, sagen wir mal, Debian, seinem Vorgänger, welche Pakete man verwenden kann. Stattdessen wird Software einfach über normale Websites vertrieben und kann auch direkt upstream vom ursprünglichen Entwickler kommen. Also man muss dann nicht für eine neue Firefox-Version zum Beispiel warten, bis, sagen wir mal, die Ubuntu-Packager wieder eine neue Version rausbringen. Und der dritte wichtige Aspekt von Zero Install ist, dass es ein System ist, das versucht von Grund auf sicher zu sein. Insbesondere sind alle veröffentlichten Programme zunächst mal mit digitalen Signaturen versehen und die Unverändertheit von Dateien wird mit Hashes überprüft. Wie das im Detail funktioniert, will ich euch dann an den entsprechenden Stellen nochmal zeigen. So, ein zweiter Aspekt ist natürlich jetzt mal die Frage, wozu braucht man noch eine Softinstallation, noch ein Paketverwaltungssystem? Und an den Punkten, die ich bereits genannt habe, will ich mal kurz versuchen, so die interessanten Vorteile zu erläutern. Eine nützliche Sache, wenn man keine Administratorrechte braucht, ist abgesehen von den Sicherheitsvorteilen, dass man eben auch auf Rechnern, über die man keine volle Kontrolle hat, Software installieren kann. Also sagen wir mal auf Universitätsrechnern, Firmenrechnern. Zero Install selbst muss man auch nicht als Administrator oder so etwas installieren, das ist im Grunde einfach eine portable Anwendung. Und ein netter kleiner Nebeneffekt, wenn man seinen Rechner mal neu aufsetzen will, kann man einfach sein User-Profil behalten und hat im Grunde alle Anwendungen bereits installiert, muss nicht lang mit apt-get oder yum oder sonst irgendetwas herumhantieren. Zu dem Punkt mit dem Softwarevertreiben kann man es natürlich auch verwenden, wenn man seine eigene Software veröffentlichen will und dabei halt ein Update-System oder so etwas haben möchte. Und wie gesagt, wie vorher erwähnt, man muss nicht bis die Distribution ein Update veröffentlicht warten. Man kann zum Beispiel einfach die neueste Version von einem Programm direkt von dem Hersteller beziehen. Und zu den Sicherheitsaspekten, das mit den vorher erwähnten digitalen Signaturen erlaubt ein nettes kleines Feature, das ich nachher noch demonstrieren will. Nämlich, man kann runtergeladene Programme auch mit anderen Usern teilen, denen man nicht zwangsläufig vertraut. Also wenn auf ein Multi-User-System wie in der Uni zum Beispiel mehrere User das gleiche Programm verwenden möchten, dann werden sie nicht mehrfach runtergeladen, aber trotzdem kann kein User dem anderen ein manipuliertes Programm unterschieben. Und das Ganze kümmert sich, wie man es eigentlich heutzutage auch gewöhnt ist, um die automatischen Updates und Anwendungen. Also im Vergleich zum Runterladen und Packen von ZIP-Dateien ist es schon ein schönes Stück komfortabler. Im Bereich von Zero Install kommen zwei gegenläufige Begriffe häufig vor, die man gleich am Anfang einmal erklären sollte. Einerseits ist häufig von einem Interface die Rede. Ein Interface ist im Zusammenhang mit Zero Install einfach eine HTTP-URI, die als eindeutiger Name für ein Programm verwendet wird. Also man hat nicht Paketennamen im Sinne von Mozilla-Firefox, sondern eine richtige URI, die allerdings, wie wir es gleich sehen werden, nicht eine URL ist. Ein Feed, das ist der zweite wichtige Begriff, ist eine konkrete XML-Datei, die an irgendeiner bestimmten Adresse im Internet erreichbar ist, die dann die Informationen über das Programm enthält. Also man beachtet den Unterschied URI, URL. In dem einen Fall reden wir von etwas, das das Programm identifiziert, in einem anderen Fall von einer Quelle, von der man das Programm bezieht. Normalerweise wird das ein und dasselbe sein, also ein 1:1-Mapping, sagen wir mal so eine Adresse. Diese Adresse funktioniert jetzt im Augenblick nicht, weil Mozilla selbst seine Software nicht über Zero Install veröffentlicht, aber technisch gesehen wäre das natürlich ohne weiteres möglich. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, einen Sonderfall zu haben, bei dem ein Interface potenziell mehrere Feeds hat. Die Idee dahinter ist, dass man sich irgendwann mal entschieden hat, ich verwende das Programm Firefox und spreche es unter diesem Namen an.
Wenn ich aber von einer anderen Quelle eine andere Variante davon beziehen will, dann kann ich einfach einen alternativen Feed einhängen. Sagen wir mal, irgendein Hobby-Hacker hat seine verbesserte Version von Firefox erstellt, dann kann ich einfach meinem System sagen, dass es diese Adresse als äquivalent dazu betrachten soll. Der Begriff Feed ist jetzt natürlich auch schon im Bereich RSS oder so etwas vorbelastet. Es ist auch durchaus so beabsichtigt, dass da eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Auf so einem Zero-Install-Feed veröffentlicht man im Grunde einfach immer neue Versionen. So wie ein Newsfeed immer neue Artikel bereitstellen würde, wird so ein Zero-Install-Feed immer die aktuellste Version des Programmes anbieten. Also so ein Feed ist, wie schon erwähnt, im Grunde einfach eine XML-Datei. Und bevor wir dann weitergehen, möchte ich noch kurz einen Überblick geben, was da drin steckt, jetzt ohne auf das konkrete Format eingehen zu wollen. Einerseits enthält es ein paar Metadaten über das Programm, nichts Ungewöhnliches, der Name des Programms, eine kurze Beschreibung, ein Icon, so Sachen in der Richtung. Und dann ein interessanter Teil, die ganzen Abhängigkeiten, also irgendwelche Bibliotheken, die es benötigt. Und das Interessante daran ist auch, dass diese Abhängigkeiten wiederum Verweise auf andere Interfaces sind. Also man kann dieses System dann schon relativ weit treiben. Sagen wir mal, wir kommen auf die Idee, eine alternative libc oder so etwas verwenden zu wollen. Dann können wir auch bei Zero-Install registrieren und jedes Programm, das sagt, ich brauche die libc, würde dann von Zero-Install diese andere Version untergeschoben bekommen. Das Ganze kann man auch wirklich von Fall zu Fall einzeln entscheiden. Also man kann schnell mal eine Konfiguration ändern, ohne sein System bleibend verändert zu haben. Und der letzte Teil, das sind dann die Implementierungen. Eine Implementierung ist einfach eine konkrete Version eines Programms und da steht im Feed eben drin, wo man die runterladen kann, was für ein Archiv das ist, sagen wir mal ZIP, TargetZ und so weiter, wie man es packen kann und schlussendlich auch noch der Hash. Also im Grunde einfach die Möglichkeit, kryptografisch anschließend zu überprüfen, ob das wirklich das unveränderte Programm ist. Also selbst wenn hier kein HTTPS oder so etwas im Spiel ist, ist es trotzdem vor Manipulation sicher. Und der letzte Teil ist noch etwas potenziell Ungewöhnliches. Dieser Feed selbst ist, wie man sich ja denken kann, nun was Sicherheitskritisches. Wenn ich darüber Programme starte, dann möchte ich sicher gehen, dass es nicht manipuliert wird. Und eine einfache Textdatei bei HTTP ist ja relativ simpel, daran was zu verändern. Deswegen werden diese Dinge mit einer digitalen Signatur versehen. Das XML-Format an sich ist ja nur Plain Text und es sieht also damit so etwas wie Signatur nicht wirklich vor. Deswegen wird eine relativ einfache Möglichkeit gewählt, um zu verhindern, dass man jetzt groß an was im Format ändern muss. Die XML-Datei wird mit GNU-PG einfach signiert und die dabei entstehende Signatur wird Base64 kodiert als Kommentar hinten an die Datei angehängt. Man hat also immer noch eine ganz normale XML-Datei, die man bei sich im Browser anschauen kann, aber trotzdem lässt sich das dann vom Programm auch verifizieren. Wenn man jetzt ein Programm über Zero-Install starten will, die Beispiele sind jetzt zunächst einmal in der Linux-Welt, aber funktioniert unter Windows dann im Grunde genau gleich, gibt es einen Befehl namens Zero-Launch, also dieses Zeichen hier, das ist eine 0, kein O. Zero-Launch gefolgt von einer URI und das war es im Grunde auch schon. Das ist so der eigentlich befremdlichste Teil am Anfang. Man startet ein Programm, indem man auf der Konsole einfach eine Adresse eintippt und alles passiert dann anschließend mehr oder minder von alleine. Der Vorgang beim Starten des Programms ist dann grob in drei Teile gegliedert. Der erste ist der Selection-Teil, bei dem das System im Grunde die Anfrage auswertet. Da fließen ein paar Dinge ein. Könnt ihr das von hinten noch lesen, was in den Kreisen drin steht? Also das ist einerseits das gewählte Interface, also die Adresse, die der Benutzer eingegeben hat. Vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Einschränkungen. Also man kann auch sagen, ich will nur die Version 5.0 oder auf keinen Fall eine Version, die auf Windows aufbaut. Ich möchte bitte eine Linux-Version. Also man kann auch zum Beispiel unter Linux eine Windows-Version starten, die dann in Wine reinschieben. Und zu guter Letzt wertet das Ding die ganzen resultierenden Abhängigkeiten aus. Also das kann auch ein ziemlich komplexer Baum sein, mit kreisförmigen Abhängigkeiten. Also das kann das alles relativ problemlos auflösen. Der nächste Schritt ist dann das eigentliche Runterladen. Da werden dann eben Archive aus dem Netz runtergeladen. Im Grunde sind das stinknormale ZIP-Archive. Im besten Fall sogar die, die sowieso schon von den Projekten angeboten werden. Also wenn jemand etwas über Zero-Install veröffentlichen will, muss er nicht irgendwie neue Installer-Pakete bauen, sondern verweist einfach auf seine bestehenden Archive. Und von diesen Archiven werden dann sogenannte Manifest-Dateien generiert. Was es damit auf sich hat, kommt gleich noch. Der letzte Teil ist dann der, auf den man als Benutzer natürlich wartet, das eigentliche Starten der Anwendung. Hier passiert noch etwas, was ein bisschen anders ist als bei üblichen Installationssystemen, diese Dependency Injection. Wenn ich typischerweise ein Programm installiere, dann wird es sich ja in X-Stellen im System eintragen. Also Libraries landen im passenden Library-Verzeichnis, unter Windows werden irgendwelche Registrierungseinträge erstellt. Bei Zero-Install geschieht das ja nicht. Wie der Name am Anfang ja auch schon angedeutet hat, Zero-Install heißt ja keine Installation im klassischen Sinne, es werden nur Sachen entpackt. Aber wenn ich jetzt mein Programm habe, das an einer Stelle liegt und irgendwo anders die gewählten Libraries, dann müssen die sich ja irgendwie finden. Und das ist dann dieser Dependency Injection Teil.
Also das ist im Grunde ein bisschen eine Umkehrung des Kontrollflusses. Das Programm sucht sich nicht seine Abhängigkeiten, sondern Syrinstall sagt dem Programm zum Beispiel durch Umgebungsvariablen hier, das ist die Library, die dir jetzt zugeteilt wurde, verwende bitte die. Neben dem Syrinstall-Launch-Befehl gibt es in der neueren Version noch einen etwas ausführlicheren Befehl, der heißt dann einfach Syrinstall wie das Programm selber und dort kann man dann ausdrücklich einen bestimmten Teil des Vorgangs anstellen. Man kann sagen, löse nur die Abhängigkeiten auf, ohne es runterzuladen oder lade es runter, ohne es zu starten. So, ich hatte ja vorher diese Manifest-Dateien erwähnt, die kommen jetzt ins Spiel. Wenn Syrinstall irgendein neues Programm für uns runterlädt, wird zunächst mal einfach ein Archiv runtergeladen, ZIP-Archiv, Target-Z, was auch immer. Und das Ding wird dann entpackt. Dann haben wir also irgendwo ein relativ umfangreiches Verzeichnis, wenn es ein großes Projekt ist. Und an dieser Stelle wird noch nichts mit Hashes überprüft. Das geschieht erst danach, nämlich von diesem entpackten Verzeichnis wird ein Manifest generiert. Das ist eine Textdatei, die den Inhalt des Verzeichnisses auflistet. Da steht dann drin, welche Dateien gibt es, welche sind ausführbar, was sind die Hashes der einzelnen Dateien. Also im Grunde beschreibt es mehr oder minder eindeutig, solange SHA-Hashes eindeutig sind, beschreibt es mehr oder minder eindeutig, was der Inhalt dieses Archivs war. Und diese Manifest-Datei wird am Schluss wiederum gehasht und dann haben wir einen kurzen String, also 256 Byte lang. Und diese Zeichenkette identifiziert dann kryptografisch eindeutig dieses konkrete Programm, diese konkrete Version. Wenn also jetzt irgendjemand uns eine andere Version des Programms unterschieben würde, würde dieser Hash schon nicht mehr übereinstimmen. Wenn man jetzt diese beiden Aspekte kombiniert, also in dem Feed, den wir mit GnuPG gesichert haben, stehen die Hashes drin, dann heißt es, dass wir nur Programme bekommen, die tatsächlich von der Person veröffentlicht wurden, die das auch signiert hat. Also der GnuPG-Hash stellt sicher, dass keine fremde Person Dateien veröffentlicht und dieser SHA-Hash stellt sicher, dass die Dateien selbst dann auch nicht manipuliert wurden, also ein anderes Archiv mit derselben Adresse geliefert zum Beispiel. Oder jetzt kommen wir zur Live-Demo. Ich habe im Hintergrund eine VM gestartet. Ich hoffe mal, dass die jetzt bereits läuft. Yep. Also das ist jetzt ein nahezu blankes Ubuntu. Das Einzige, was ich zusätzlich installiert habe, ist Syrinstall selber. Das ist auch in den Paketen drin. Also man muss es nicht unbedingt irgendwo runterladen und etwas entpacken. Man kann einfach in seinem Repository schauen. Und Syrinstall kann sich dann auch selbst über diese vorher erwähnten Mechanismen mit den Feeds aktualisieren. Also wenn man das einmal drauf hat, ist man im Grunde seine Update-Sorgen für immer los. So, ein kleiner Hinweis noch, ich habe jetzt hier meine WLAN-Verbindung einfach mal ausgelassen. Das heißt, alles, was wir jetzt hier sehen, ist quasi nur Pseudo-Internet. Ich möchte mal kurz demonstrieren, wie genau das Ganze funktioniert, bevor ich weitergehe. Also ich habe hier für diese Demonstration so eine kleine Armada an Virtual Machines mitgebracht. Wir haben hier einerseits ein stinknormales Ubuntu, mit dem ich jetzt die Sache demonstrieren will. Noch ein paar Windows XP-Maschinen, die ich erst nachher verwende. Und hier quasi das Internet in einer kleinen Flasche. Im Grunde ist das hier einfach nur ein Ubuntu-Server, auf dem ein Apache läuft. Da habe ich einfach mal ein paar Dateien hingelegt. Aber in Wirklichkeit würde das Ganze exakt identisch funktionieren. Dann halt eben mit einer echten Internetverbindung. Jetzt haben wir hier den Vorteil, dass wir nicht warten müssen, bis so ein Download ewig langsam durchkrebst. Okay. Also, ich hatte ja vorher erwähnt, man veröffentlicht hier Software einfach über eine Webseite. Man muss nicht irgendwo ein zentrales Repository haben, bei dem man sich Software sucht. Man kann aber natürlich eins haben, wenn man das möchte. Das hier sind jetzt einfach mal ein paar demonstrative Feeds, die ich mal erstellt hatte, die jetzt jeweils in meinem Offline-Cache hier liegen, damit ich sie jetzt auch hier vorführen kann. Also normalerweise würde man im Internet suchen, findet irgendwo sein Programm, das man verwenden will und dieses Programm bietet ein Syrinstall-Feed an. Diese Feeds, diese XML-Dateien, nehmen wir mal, sagen wir mal, Blender. Nummer 1, bei dem das Stylesheet da ist. Besser. Audacity. Also ein Audio-Editor. Das Schöne ist, ich hatte erwähnt, es ist eine XML-Datei, aber dennoch sehen wir hier eine schöne Website, bei der eine Beschreibung steht, was ist das Teil, Link zur Homepage, eine Auflistung der Versionsnummern. In Wirklichkeit ist das trotzdem eine programmatisch lesbare XML-Datei, nicht irgendwie eine schöne HTML-Seite. Also hier sind kodiert die ganzen vorher erwähnten Informationen drin, also die Beschreibung des Programms, die Archive, die Hashes und so weiter.
aber mit einer Stylesheet-Datei wird das Ganze dann halt nochmal optisch etwas aufgepeppt. Also man schlägt dann im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe tot. Der Otto-Normal-User sieht eine schöne Website, die das Programm beschreibt, aber die Datei, die wir hier sehen, ist im Grunde auch schon alles, was man dann braucht, um das Programm tatsächlich zu starten. Also wir haben jetzt hier unsere Adresse. Das ist eben der Feed, das identifiziert das Programm, wenn wir das starten wollen. Verwenden wir den vorher erwähnten Zero-Launch-Befehl und können, sagen wir mal, per Drag-and-Drop oder einfach, indem wir es kopieren. Ja. URL einfügen. Und wenn ich das Programm jetzt zum ersten Mal starte, dann wird das Zero-Install feststellen, dass dieses Programm noch nicht in einem Cache liegt und wird uns jetzt ein paar Optionen anbieten. Es wird uns halt sagen, hier ist das Icon, das ist die ausgewählte Version, hier ist eine Beschreibung. Ich habe jetzt auch noch die Möglichkeit, ein paar Einstellungen zu verändern. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte eine andere Version davon verwenden oder einfach alles lassen, wie es ist und auf Run klicken, um das Ding auszuführen. Da habe ich anscheinend nur die Windows-Version im Cache, also nehme ich mal kurz ein Programm, für das ich eine Linux-Version im Cache habe. Also gleiche Chose. Das weist uns jetzt darauf hin, das ist ein 4,6 Megabyte großer Download und bis dann, zu dieser Stelle ist auch wirklich noch kein Code vom Programm ausgeführt worden. Und wenn ich es jetzt starte, dann wird es runtergeladen und das Programm hat eben selbst keinen Einfluss darauf, wie es im System integriert wird. Es wird einfach irgendwo ein Programm entpackt und erst wenn es gestartet wird, könnte es potenziell Schadcode ausführen und ein schlecht geschriebener Installer macht uns unsere schöne Ordnung im System zum Beispiel nicht kaputt. Und wenn ich das Programm nicht mehr verwenden möchte, dann muss ich es auch nicht irgendwo deinstallieren oder so. Ich leere einfach meinen Cache oder ignoriere es ganz, wenn mein Speicher groß genug ist. Also jetzt haben wir hier FileZilla, ein recht nützliches SFTP und FTP-Tool und selbst wenn ich hier nichts vorher eingerichtet hätte, also wenn man an einem frischen Ubuntu-Rechner sitzt, solange es hier uns dann drauf ist, reicht diese eine Befehlszeile aus, um das Programm zu starten. Wenn ich es jetzt in Zukunft nochmal starten möchte, dann kommt auch nicht mehr dieses langwierige Konfigurationsfenster, sondern FileZilla startet einfach direkt. Aber ich habe trotzdem jederzeit noch die Möglichkeit, wieder zu sagen, ah, jetzt möchte ich doch noch etwas ändern. Gib mir bitte nochmal dieses GUI und dann kann ich wieder sagen, ich möchte eine andere Version verwenden, ich möchte die aktuelle Beta-Version, was auch immer. Und hier unten drunter werden dann auch noch zusätzliche Abhängigkeiten aufgelistet, insofern es denn welche gibt. So, jetzt sind wir natürlich nicht alle Befehlszeilenmenschen, wobei, vielleicht sind wir alle Befehlszeilenmenschen, könnte sein. Nichtsdestotrotz, gelegentlich möchte man natürlich seine Anwendung auch über sein Menü starten und auch dem wird sie uns doll gerecht. Wenn wir jetzt irgendwo unsere URI haben, indem wir es unsere Website kopiert haben oder sonst wo und sagen, dieses Programm möchte ich jetzt tatsächlich installiert haben, wobei das auch nur in Anführungszeichen zu betrachten ist, dann kann ich jetzt hier die URL eingeben. Das Ding wird es eben runterladen, falls es noch nicht geschehen ist und sagt uns jetzt, okay, das Teil hier scheint eine Netzwerkanwendung zu sein, aber ich könnte es auch in eine andere Kategorie einsortieren. Und schon hat es uns einen Menüeintrag angelegt. Also wenn wir jetzt im Ubuntu-Menü-Editor umhersuchen, das hatte gesagt Netzwerk bzw. Internet, dann ist hier auch FileZilla aufgelistet. Also natürlich auch im Menü selbst sichtbar. Das Ding ist jetzt immer noch nicht irgendwo ins System tief eingebunden, dort ist einfach ein Menüeintrag, der weiterhin das Programm über Zero Install startet. So, bevor ich jetzt wieder zurück zum Präsentationsteil gehe, möchte ich jetzt mal zeigen, was hier im System eigentlich geschehen ist. Ja? Nein, dafür gibt es auch ein Tool, das bei Zero Install dabei ist, das heißt einfach Zero Alias. Das ist ziemlich straightforward, man gibt den Namen ein, den man für das Alias haben möchte und die URL. Das heißt also, ich muss mich quasi entscheiden, damit man die URL den anderen. Also Zero Alias macht dasselbe jetzt wie Zero Launch, wenn es nicht hätte, würde es runterladen und. Ja, also was Zero Alias im Grunde macht, ist einfach irgendwo, also es sucht halt einfach eine Stelle im Path, die beschreibbar ist, legt es ein kleines Launcher-Skript an, das dann intern nichts weiter macht, außer Zero Install einen Befehl da aufzurufen. Das wird jetzt voraussichtlich auf Anhieb nicht klappen, weil ich halt noch kein für einen User beschreibbares Verzeichnis im Path habe, aber das lässt sich hier schnell nachholen. Aber es synchronisiert nicht zwischen den beiden Programmen.
Nein, wohlgemerkt, da gibt es noch etwas, das nachher im Windows-Teil kommt. So, das ist schon vorgesehen. Im Augenblick sind es aber wirklich zwei getrennte Sachen. Also die Idee ist, dass wenn ich SysInstall gewöhnlich verwende, dass ich keine Nebenwirkungen habe und davon ausgehe, dass ich ein Programm typischerweise fast kein zweites Mal starten möchte. Ich teste es nur. Und wenn ich es dann tatsächlich integrieren möchte, dann mache ich im Augenblick wirklich die Schritte einzeln. Also ich lege meine Alias an, wenn ich es über die Befehlszeile starten will, oder ich lege den Menüeintrag an. Also die haben im Augenblick nichts miteinander zu tun. Aber ich kann das jetzt nur noch kurz fertigstellen. Das Tool ist auch so nett und bietet einem im Grunde gleich die fertigen Befehlszeilen an. Also jetzt habe ich einfach ein Bin-Verzeichnis in meinem User-Profil, und wenn ich den Befehl jetzt normal ausführe, dann hat es jetzt hier dieses Skript angelegt, und FileZilla über die Konsole führt jetzt zum gleichen Ergebnis. Und das Ganze ist jetzt, wie gesagt, in einem im Grunde isolierten Verzeichnis gelandet. Nämlich hier in, ich öffne es mal kurz in Nautilus, dass wir es ein bisschen grafisch vor Augen haben. Unter var cache SysInstall gibt es dieses Verzeichnis Implementations. Ihr seht ja, das ist jetzt ein systemweites Verzeichnis, also etwas, was ein Standardbenutzer eigentlich gar nicht beschreiben können sollte und was ein Standardbenutzer auch nicht beschreiben kann. Dennoch haben wir jetzt, ohne vorher irgendwo ein sudo oder so das gebraucht zu haben, das Programm installiert, und es ist hier in diesem Cache gelandet. Was da geschieht ist, wir haben im Grunde einen kleinen Helper-Prozess, der ein eigenes Benutzerkonto verwendet, das eben Schreibrechte auf dieses eine Verzeichnis hat. Und das lässt nur zu, dass Programme dort abgelegt werden, deren Hash tatsächlich auch stimmt. Also dieser Ordnername hier trägt eben genau den Hash der darin enthaltenen Dateien. Und es wäre gar nicht möglich gewesen, andere Dateien in diesem Verzeichnis abzulegen. Das bedeutet, irgendjemand, der den Rechner verwendet, der nicht notwendigerweise ich bin, kann sich darauf verlassen, dass die Dateien, die in diesem Verzeichnis stecken, tatsächlich mit dem Hash übereinstimmen. Das heißt also, auch wenn mehrere User das gleiche Programm verwenden, kriegen sie die gleiche Version. Wenn einer sich entscheidet, jetzt eine manipulierte Version von FileZilla zu verwenden, dann sieht er die halt. Alle anderen werden mit diesem Hash höchstwahrscheinlich nichts anfangen, und deren Feeds werden weiterhin auf die richtigen Hashes verweisen. Das heißt also auch, wenn wir jetzt in einem größeren Firmennetzwerk oder so etwas arbeiten, dann könnte man auch diese Caches auf einen zentralen File-Server auslagern oder, ja? Wenn es nicht SysInstall auf nicht systemweit benutzt, sondern nur als direktes Programm, es liegt ja auch dann irgendwo im Home-Leben. Mhm. Und zwar im Home-Verzeichnis, es hält sich dann diese XDG-Spezifikation. Oh. Blick. Im Home-Verzeichnis landen sowieso Sachen im Cache, nämlich die heruntergeladenen Interfaces bzw. Feeds. Der Begriff wird manchmal auch synonym verwendet, sodass jeder Benutzer im Grunde sein eigenes Sammelsurium an den Interfaces hat, die im Grunde definieren, was die Programme tatsächlich sind. Und falls man es nicht systemweit installiert hat, also nicht über seine Paketverwaltung, dann landen auch die Implementierungen hier drin. Also selbst wenn der Administrator vom System SysInstall nicht installiert hat, kann man das trotzdem verwenden. Okay, ich werde jetzt mal noch kurz zur Demonstration das Programm aus dem Cache hinauswerfen, und zwar auf brutale Art, indem ich einfach das Verzeichnis lösche. Und da das Ganze im Grunde, ja, von der Logik her wie eine gecached Webseite ist, bedeutet das tatsächlich, dass wenn ich das Programm wieder haben will, ich nicht das irgendwie neu installieren muss oder so etwas, sondern es einfach wieder ausführe, und weil es jetzt diesmal im Cache fehlt, wird halt wieder ein Download ausgeführt. Das bedeutet eben auch, wenn ich meinen Rechner neu installieren möchte, reicht es, wenn ich einfach meine angelegten Menüeinträge oder meine angelegten Startskripts sichere, und sobald ich das Programm das nächste Mal verwende, wird es auch wieder runtergeladen und gecached. Und wenn ich genügend Speicher habe, dann kann ich natürlich auch einfach meinen Implementierungscache sichern. Das ist davon komplett getrennt. Das ist im Augenblick bei der Roadmap so Bereich 2.0. Die Idee ist, dass solange die Programme sich, sagen wir mal, halbwegs vorhersehbar verhalten, also ihre Einstellungen in einem Unterverzeichnis von .config zum Beispiel ablegen, das einen bestimmten Namen trägt, dass es dann irgendwann mal auch Instanzen von Programmen verwalten können soll. Damit wäre es dann zum Beispiel auch möglich, dass ich, wenn ich eine neue Beta-Version von Firefox oder so ausprobiere, dass es halt nicht mein bestehendes Profil verändern kann. Ja? Wie
Bitte? Im Grunde nur beim ersten Mal, wenn man es installiert. Das ist ja das Schöne. Solange man davon ausgehen kann, dass der eigene Rechner nicht kompromittiert wurde, kann das eigentlich nie mehr manipuliert werden. Also die Datei liegt ja in diesem Verzeichnis var cache, das nur von einem Superuser beschreibbar ist. Wenn ich aus irgendeinem Grund davon ausgehe, dass es jemand manipuliert hat, gibt es aber auch auf jeden Fall die Möglichkeit, die ganzen Hashes wieder neu berechnen zu lassen. Also die Semantik dahinter ist im Grunde, solange der Rechner ordnungsgemäß funktioniert, kann in einem Cache-Verzeichnis nur eine Datei liegen, die zum Hash passt. Und wenn ich davon ausgehe, dass der Rechner mal kaputt ist, dann sollte man ihn natürlich auch nicht mit darauf laufenden Tools verwenden, sondern zum Beispiel mit einem USB-Stick booten. Man wird doch selber zum Verteiler. Inwiefern? Ich habe ja gesagt, man wird selber zum Verteiler, wenn man das Programm selber hat. Oder dann kann man selber das Programm verteilen an andere Leute. Also, wenn man in meinem Rechner ein Multi-User-Betrieb ist und ich installiere ein neues Programm, dann verteile ich es nicht in dem Sinne, sondern es landet in diesem Cache. Und dieses Helper-Skript, das einzige, was eben tatsächlich Schreibzugriff auf diesen Cache hat, würde die Sachen nur dort ablegen, wenn der Hash tatsächlich stimmt. Also zu keinem Zeitpunkt habe ich als Standard-User überhaupt die Möglichkeit, selber in den Cache direkt hineinzuschreiben. Also dieses Cache-Verzeichnis, das, was auch andere Benutzer sehen und was damit ein Sicherheitsrisiko darstellen würde, wenn ich jetzt hier versuche, eine Datei anzulegen, dann darf ich das nicht. Nur wenn ich Super-User bin oder dieses Helper-Skript. Also dieses Helper-Skript, das funktioniert im Grunde, was könnte man als Beispiel nehmen? Ja, so wie ein Standard-User nicht auf die Shadow-Datei zugreifen darf, sie nicht lesen darf und trotzdem jeder die Shadow-Suite verwenden kann, um zu überprüfen, ob ein Passwort tatsächlich gestimmt hat, wenn er sich authentifiziert. Also, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie dieses Skript heißt, aber das ist im Grunde einfach eine Anwendung, bei der dieses Bit gesetzt ist, das dafür sorgt, dass das Skript mit den Rechten des Besitzers und nicht mit den Rechten des ausführenden Users gestartet wird. Also ich kann da später gerne nochmal genauer drauf eingehen, aber ich weiß nicht, ist jetzt noch eine konkrete Frage? Ja, okay. Also wenn gerade noch Fragen zu dem Teil hier bestehen, dann jetzt gleich losschießen, weil sonst gehe ich nochmal zurück und spulen der Präsentation ein bisschen weiter. Gehst du nochmal auf ein, wie das funktioniert mit dem, also zum Beispiel, wenn du eine Library installierst, wenn du ein Programm benutzt, dann weißt du gar nichts davon, dass es über Simulus dort installiert wurde. Diese Dependency Injection? Ja. Yeah. Okay. Im Augenblick habe ich hier keine Beispielanwendung, die tatsächlich Libraries verwendet, deswegen ist es etwas schwer, das tatsächlich zu demonstrieren. Okay, also die Dependency Injection bei Zero-Install ist im Augenblick relativ minimalistisch. Das ist darauf ausgelegt, dass Umgebungsvariablen verändert werden. Also das Modell an sich erlaubt es, beliebig zu erweitern. Sagen wir mal, wenn Zero-Install spezifisch Kenntnisse darüber hätte, wie Python funktionieren würde, dann könnte es halt zum Beispiel einfach Python ein neues Modul mitteilen. Aber im Normalfall wird einfach zum Beispiel etwas an den Path angehängt. Wenn ich, ich mache kurz die Konsole auf. Wenn ich meinen normalen Systempath anschaue, dann liegen ja diese wohlbekannten Verzeichnisse drin. Wenn ein Zero-Install-Prozess, über Zero-Install gestarteter Prozess läuft und er schaut sich das an, dann würden diesem Path hinten angehängt die konkret ausgewählten Implementierungen liegen. Was auch irgendwann mal vorgesehen ist, ist, dass es ein Overlay-File-System verwendet, dass dieser Prozess die ausgewählten Implementierungen in /lib oder sonst wo sieht. Ist aber im Augenblick nicht umgesetzt und funktioniert eigentlich auch im Augenblick auch ganz gut ohne. Es ist halt einfach wichtig, dass die Programme, die über Zero-Install gestartet werden, auch keine Annahmen darüber machen, dass Dateien fix an einem bestimmten Ort liegen. Aber typischerweise ein Programm der Library, dann ist dann so /user. Ja. Man kann auch so diesen LA-Library-Path setzen. Aber das wird nicht gemacht. Ja doch, also man kann bei Zero-Install beliebig festlegen, welche Umgebungsvariable gesetzt werden soll. Oder dass ich auch in so einem Cache-Pass, dann verändert sich das wahrscheinlich. Ja, das wird ja dann beim Starten des Prozesses, also wenn ich Zero-Install oder Zero-Launch eintippe, dann bestimmt es eben, welcher Hash der korrekte ist und fügt es dann für die eine Instanz hinzu. Es verändert also nicht die Umgebungsvariablen im System, sondern nur für den Prozess. Ich kann mal kurz schauen, falls ich hier ins WLAN hineinkomme, was ich nicht garantieren kann, dann könnte ich noch kurz einen Feed aufrufen, bei dem tatsächlich auch solche Abhängigkeiten verwendet werden. Aber ich mache mir jetzt keine allzu großen Hoffnungen.
Also das ist die Projektwebseite von Zero Install selber. Und dieser Feed hier, in dem tauchen dann tatsächlich auch Abhängigkeiten auf. Ohne jetzt da genau aufs Feed-Format eingehen zu wollen, ist für uns interessant dieser eine Abschnitt hier. Kann man das noch von hinten erkennen, was dort steht? So, ich kann mal schon... Naja, kannst auch übertreiben. Also requires ist in diesem Fall das Attribut, das angibt, dass wir eine Abhängigkeit haben und das Interface, an dem diese Library, von diesem Team diese Library zur Verfügung gestellt wird, eine Einschränkung, welche Version der Library wir verwenden möchten. Und hier ist dann das Binding. Das Binding ist das, was eben Dependency Injection möglich macht. Wir geben halt an, was für unsere Anwendung und für diese bestimmte Library gemacht werden soll, damit es zur Umgebungsvariable hinzugefügt wird. Also in dem Fall heißt es, füge zu der Umgebungsvariable Package Config Path den Teil innerhalb der Implementierung hinzu. Also das sucht dann diesen Pfad im Cache heraus, in dem es liegt, hängt noch dieses lib package config an und hängt den ganzen Kram an die bestehende Umgebungsvariable an. Okay. Keine weiteren Fragen im Augenblick? Ich überlege mal, ja, wie das funktioniert, wenn ich ein Programm starte, das ich nicht mit Zero Install installiere. Also sagen wir mal, ich habe mit Zero Install in dem GDC installiert. Das weiß davon gar nichts. Ja. Das ist allerdings auch so beabsichtigt. Die Idee ist ja im Grunde, wenn ich etwas über Zero Install starte, dass es nichts an meinem Systemzustand verändert. Eine Möglichkeit, eine über Zero Install installierte Library für andere Programme bekannt zu machen, ist, es geht im Grunde auch, weil man kann auch lokale Feeds anlegen, die einfach auf systemnativ installierte Anwendungen zeigen und trotzdem Abhängigkeiten aus dem Netz haben. Dann wird es auch injiziert, aber das ist dann einfach nicht so, mehr, wie soll ich sagen, benutzerfreundlich. Also für zum Rumexperimentieren, wenn man zum Beispiel seine eigene Anwendung testen will, die über Zero Install mal deployed werden soll, geht es ohne weiteres. Also statt ein Archiv anzugeben, aus dem das, was im Netz runtergeladen wird, kann man eben auch sagen, verwende einfach diese Datei in dem Verzeichnis direkt. Okay. Ein nettes Feature, das es bei Zero Install auch noch gibt, beziehungsweise es ist im Grunde, ja, einfach ein zusätzliches Programm, das darauf aufbaut, ist Zero Compile. Wie der Name vielleicht auch schon andeutet, hat es etwas damit zu tun, wenn man Software selbst bilden möchte. Wenn man selbst Software kompiliert, dann wird man in der Linux-Welt ja typischerweise sein Target-Z-Archiv entpacken, make install ausführen. Aber sobald dort wieder Abhängigkeiten auftauchen, kann es ein bisschen kompliziert werden. Und Zero Compile verwendet im Grunde genau dieselben Abhängigkeitsauflösungsfunktionen zum Kompilieren von Quellcode, also lädt dann statt den Archiven mit den Binaries Archive mit Quellcode runter und führt dann vordefinierte Build-Skripts aus und hat halt vorher alle notwendigen Abhängigkeiten aufgelöst. Und das Schöne ist, dass das dabei resultierende oder die resultierenden Binaries selbst wieder als Implementierung registriert werden. Also wenn jemand seine Software-Versionssoftware veröffentlichen will, möchte aber nicht Binaries für alle Plattformen anbieten, dann kann er auch einfach ein Quellcode-Archiv anbieten und solange der User die notwendigen Build-Tools installiert hat, wird auch das GUI ihm einfach sagen, hier gibt es keine Binary-Version, aber es gibt eine Quellcode-Version, mit einem Klick wird das Ganze kompiliert und beim nächsten Start wird dann die generierte Binary verwendet, die landet dann auch einfach im Cache. Okay, bei Zero Compile, das habe ich jetzt in meinem Programm nicht weiter drin, also falls da Interesse besteht, das ist auf der Website schön ausführlich dokumentiert. Ich gehe jetzt dann nämlich schon mal weiter zum Windows-Port von Zero Install. Also Zero Install an sich ist im Grunde plattformunabhängig ausgelegt. Es ist eine Python-Anwendung, bereits funktionieren tut es unter den gängigen Unix-artigen Systemen, auch unter Mac OS X. Unter Windows lief es früher eigentlich so gut wie gar nicht. Da gab es einige Probleme, weil es halt fixe Annahmen gemacht hat, zum Beispiel, dass Verzeichnisse mit Slash und mit Backslash getrennt werden, etc. pp. Der Windows-Port ist jetzt relativ neu. Das ist mein kleines Verbrechen. Das Ganze basiert auf dem bereits in Python geschriebenen Solver, also die Logik, die die Abhängigkeiten auslöst. Es war mal angedacht, den Solver nochmal einfach nur als Hobbyprojekt in F-Sharp neu zu implementieren, ist aber bislang nichts draus geworden. Darüber liegt jetzt ein neues Backend, das wieder im Grunde dieselbe Funktionalität bietet, also das Entpacken von Archiven, das Injizieren von Abhängigkeiten und so weiter, jetzt aber halt tatsächlich plattformunabhängig in dem Sinne, dass es wirklich überhaupt keine Annahmen macht über Verzeichnisse wie Slash var oder so etwas. Und oben drüber dann auch nochmal ein neues Frontend, also wieder ein GUI, eine Befehlzeile. Die Idee ist, dass es für den Endbenutzer die identische Funktionalität bieten soll. Und vor allem, wenn man Programme verwendet, die sowohl unter Linux wie auch unter Windows zur Verfügung stehen, dann starte ich sie auch in beiden Fällen mit demselben Befehl, mit Zero Launch URL
Und Zero Install weiß dann, die Binary ist für Windows, die ist für Linux und lädt dann auch die passende runter. So, die Features, die ich jetzt beschreibe, sind alle noch experimentell. Also diese Windows-Version, die gibt es im Netz, die funktioniert, die kann man runterladen. Das ist eine 1.0, halbwegs stabil. Der Kram, der jetzt kommt, sind noch neue Features, an denen ich im Augenblick arbeite, die es noch nicht im Netz gibt. Ich schätze mal, dass wahrscheinlich so in einem Monat oder so ein neuer Release rauskommen könnte. Ich demonstriere das nachher auch noch, aber kleine Vorwarnung, es kann gut sein, dass da auch irgendwas schief geht und uns ein paar Exceptions um die Ohren fliegen, aber deswegen experimentell. Ein Punkt, der in der Linux-Welt jetzt ja relativ straightforward gelöst war, war diese Desktop-Integration. Wir legen einen Eintrag im Menü an und das war's. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Sachen, die für eine orthonormale Desktop-Anwendung von Interesse sein könnten. Zum Beispiel jetzt auf die Windows-Welt bezogen, wir haben unsere Dateiendungen, die mit einem Programm registriert werden sollen. Oder Autoplay-Handler, ein Brennprogramm, meldet sich, sobald eine leere CD eingelegt wird. Und dann möchte man natürlich seine Icons haben. Also in der Windows-Welt noch verbreitet natürlich die Desktop-Icons, sicher auch Geschmackssache. Und dann können sich ja auch Programme als Standard Dienst anmelden, also sagen, ich bin der Standardbrowser oder der Standard-Mail-Client. All diese Dinge würden ja klassischerweise das ein Setup-Programm machen oder das Programm selbst, wenn man startet. Das ist jetzt bei Zero Install aber ebenso ohne weiteres nicht mehr machbar. Wenn wir jetzt Firefox über Zero Install starten, dann zieht es sich selbst in diesem Cache-Verzeichnis und würde diese konkrete Version registrieren und dann würde in Zukunft, wenn man, sagen wir mal, seine HTTP-URL eintippt, diese konkrete Version von Firefox gestartet. Aber genau das wollen wir ja nicht, sondern es soll weiterhin über Zero Install gehen. Das heißt, Zero Install braucht jetzt ein paar zusätzliche Funktionen, um diese Desktop-Integration hinzukriegen. Was ich da jetzt gebaut habe, ist etwas, was im Grunde alles in den Hut bringen soll, also auch zum Beispiel das Anlegen von Aliasen. Dass wir einfach die Möglichkeit haben, wenn wir ein Programm über Zero Install gestartet haben und feststellen, das wollen wir, dass wir mit der Befehlszeile im Augenblick und später mal auch ein Clicky-Bunty-GUI genau definieren können, wie es integriert werden soll. Sagen, lege dafür Desktop-Verknüpfungen an, aber keine Dateiassoziationen oder doch Dateiassoziationen, wie man es halt haben möchte. Also das Ganze jetzt wieder in einer meiner vielen VMs demonstriert. Also einfach ein blankes Windows XP mit nichts weiter drauf, außer der Windows-Version von Zero Install. Bis zu einem Augenblick. Okay, ich warte noch eine Sekunde, weil die Festplatte gerade ein wenig am Rattern ist. Ich habe im Hintergrund die andere VM pausiert. Wahrscheinlich frisst das ein bisschen mehr Leistung, als ich gedacht hatte. Okay. Also wir haben dasselbe Befehlszeilen-Interface, also wir können auch Zero Launch gefolgt von der URL eintippen. FileZilla ist jetzt quasi mein durchgehendes Beispiel, weil es dort sowohl ein Windows- wie auch ein Linux-Bild gibt. Ich habe jetzt dieselbe URL eingegeben und kriege jetzt eben eine Windows-Binary heruntergeladen. Gibt es auch. Das ist jetzt ein minimaler Unterschied in der Implementierung. Bei der Windows-Version, wenn ich einfach nur Zero Launch eintippe, kriege ich eine CLI-Version und wenn ich Zero Launch minus Win eintippe, kriege ich ein GUI. Das hat den Hintergrund, dass bei Windows es tatsächlich ein Flag in der Excel-Datei ist, die angibt, ob das eine Befehlszeilenanwendung oder eine GUI-Anwendung ist. Bei der Linux-Version schaut das einfach, gibt es einen X-Server? Wenn ja, dann bin ich grafisch, wenn nein, dann nicht. Also wenn ich jetzt stattdessen minus Win dazu packe und noch den Parameter GUI, der ist jetzt notwendig, weil es schon im Cache ist, dass er dann nochmal eine Rückfrage stellt. Zero install Win run. Also die ursprüngliche Oberfläche ist eine GTK-Oberfläche und das hier ist jetzt einfach WinForms, also vom Stil her alles andere als ähnlich, aber bietet dieselbe Funktionalität. Also ich sehe auch hier zum Beispiel eine Liste aller Versionen, die in dem Feed aufgelistet sind. Es filtert jetzt auch nur die Version raus, die auf mein System
zutreffen, also hier nur Windows-Implementierungen, aber ich kann auch zum Beispiel die Linux-Implementierung oder die Quellcode-Version anzeigen lassen. Ich sehe auch hier, dass die Quelle jeweils der gleiche Feed ist. Wenn ich jetzt alternative Quellen für den Feed registrieren möchte, dann kann ich da einfach eine URL eingeben. Wenn ich jetzt ganz bösartig sein möchte, dann könnte ich sogar auch sagen, VLC ist vollkommen gleichwertig zu FileZilla. Und unter der Annahme, dass VLC eine neuere Versionsnummer ist, ist die Frage. Danke für den Hinweis. Das wird jetzt halt hier nichts bewirken, weil VLC ist ja im 1.0. irgendetwas Bereich, wenn ich mich recht entsinne. Aber wird jetzt eben die Abhängigkeit neu auflösen und sagen, unter der Annahme, dass VLC auch einfach nur ein FileZilla ist, ist VLC vielleicht besser? Nein, ist nicht. Hier unten taucht es jetzt eben auch eine Liste auf. Wenn jetzt VLC eine höhere Versionsnummer hätte. Also die Art von Spielerei ist natürlich jetzt nicht der Sinn der Sache, aber wenn jetzt eben ein anderer Anbieter auch FileZilla-Versionen anbieten würde, könnte ich die damit einbinden. Und ebenso habe ich dann auch die Möglichkeit, diesen Standardalgorithmus, der einfach schaut, was ist die neueste Version, die geht, kann ich den auch außer Kraft setzen und sagen, die zweitneueste Version, die möchte ich bitte bevorzugen. Dann würde der Server wieder neu durchlaufen und jetzt eben die 3.4.0 auswählen. Da kann es jetzt auch etwas komplexe Wechselwirkungen geben, wenn ich jetzt verschiedene Bibliotheken habe, die wiederum bestimmte Versionen brauchen, dann wird es eben wirklich die neueste Version nehmen, die tatsächlich möglich ist. Also das ist ein SAT-Solver, der dann im Hintergrund läuft. Wenn also die neueste Version des Programms von einer Bibliothek abhängt, die dann aber nicht existiert, dann wird er eben die nächstneueste Version wählen. Hauptsache die Anforderungen des Benutzers sind erfüllt. Also der Benutzer sagt, ich möchte FileZilla starten in beliebiger Version, dann gibt es eben die bestmögliche Lösung für diese Anfrage. Okay, da der Otto-Normal-Windows-User ein Desktop-Icon erwartet, bei dem man ein Programm starten kann, haben wir hier auch noch ein GUI. Das ist im Augenblick eine ziemlich leere Schale, die einfach nur eine Liste von wohlbekannten Feeds liefert. Eben diese vorher schon gesehene Liste. Ein Klick auf einen dieser Icons wird dann unter der Haube genau das gleiche ausführen. Es wird wieder install-win, run und so weiter ausgeführt. Der Benutzer sieht die Versionsnummer des gewählten Programms, kann noch Konfiguration ändern, wenn er das möchte. So, alles bis hierhin war jetzt im Grunde ein Straight Port und die neue Spielerei ist eben diese Desktop-Integration. Für die existiert im Augenblick noch kein GUI, das heißt, es ist alles noch Befehlszeile, was vielleicht ein wenig ironisch ist, dass wir Desktop-Integration über Befehlszeile machen wollen, aber sobald das ganz ausgereift ist, dürfte es relativ simpel sein, dafür noch ein GUI zu bauen. Dieses Zero Install ist im Grunde dieser Allzweckbefehl. Sollte ich vielleicht nochmal kurz darauf eingehen. Ich hatte ja vorher erwähnt, es gibt Befehle Select, Run und Download und dann noch eine ganze Batterie an so Hilfssachen. Also zum Beispiel die Möglichkeit mit Add Feed einen alternativen Feed zu registrieren, das ich vorher im GUI gemacht habe, oder mit List eine Liste aller Feeds, die bereits im Cache sind. Aber für diesen Fall wollen wir jetzt eben diesen neuen Integrate-App-Befehl verwenden. Dem geben wir auch einfach wieder die URL des Feeds. Und dann können wir spezifizieren, was für eine Art von... Bitte? Danke. Was für eine Art von Integration wir haben wollen. In diesem Fall bleiben wir mal konservativ und sagen, wir wollen Desktop-Icons anlegen. Da wird es dann am Schluss eine relativ umfangreiche Liste geben, sei es jetzt Dateiassoziation oder mache jetzt Standardbrowser, was auch immer. Ja, Vorführeffekt. Also wir sehen, dass es hier noch einen kleinen Download gab, nämlich FileZilla.ico. Das ist insofern interessant, weil warum müssen wir jetzt eine Icon-Datei getrennt runterladen? Wir haben das Ding ja schon im Cache. Wenn wir etwas in den Desktop integrieren, dann heißt es ja nicht, dass die Anwendung deswegen immer verfügbar sein wird. Wir können ja zum Beispiel etwas Menüeinträge anlegen, ohne dass es überhaupt im Cache ist, wird dann beim ersten Start eben in den Cache gezogen. Deswegen, wenn wir zum Beispiel Desktop-Verknüpfung oder irgendetwas in der Art haben wollen, dann müssen wir getrennt vom Programm schon mal das Icon ziehen, damit das tatsächlich da ist.
Also sieht das aus wie eine normal installierte Anwendung, aber die Verknüpfung zeigt in der Tat wieder auf diesen Zero-Install-Befehl, der dann, wenn ich darauf klicke, die Anwendung auch startet. Auf dieselbe Art und Weise kann ich dann zum Beispiel auch die Dateiendungen, die ein Programm behandeln kann, einbinden lassen. Das XML-Format von Zero-Install ist ja relativ einfach erweiterbar. Man nimmt einfach einen neuen Namespace und dann habe ich jetzt einfach mal die Sachen, die man in der Windows-Welt gängig antrifft, dort aufgelistet, also Dateiendungen, Autoplays und so weiter. Im Augenblick gibt es da keinerlei Implementierung für die Linux-Welt, aber es dürfte eigentlich relativ einfach möglich sein, auch die .desktop-Dateien mit den Daten anzureichern, sodass, wenn ich zum Beispiel ein Feed für ein portierbares Programm wie FileZilla angelegt habe und dem gesagt habe, dieses Ding kann FTP behandeln und ich installiere das Ding unter Linux, dass es sich dann auch dort entsprechend einträgt. Okay. Bitte? Über die Desktop-Verknüpfung? Ja, genau. Wie ist die Performance in der Nicht-Folge? In der Windows-Welt leider noch etwas mager. Der Hauptgrund dafür ist, dass im Hintergrund eben dieser ursprünglich implementierte Python-Server läuft. Das heißt, das sind zwei Prozesse am Werk, die über Interprozesskommunikation Daten austauschen. Also, wenn etwas bereits im Cache ist, dann naja, spüre ich jetzt auf diesem Rechner hier außerhalb der VM, das ist ein Core-to-Do, so vielleicht 2 Sekunden Verzögerung. Wenn man es ohne GUI startet, dann ist es eigentlich nicht mehr spürbar und in der Linux-Implementierung eigentlich auch nicht. Das war der Grundgedanke, warum ich den vorher erwähnten F-Sharp-Server mal implementieren wollte. Das wird dann halt im selben Prozess laufen. Das wird das Ganze um einiges beschleunigen. Es gibt auch die Idee, dass man diese Abhängigkeiten, wenn sie einmal gelöst sind, in irgendeinem leichter serialisierbaren Format vorhält. Also das ist auch gerade auf so Low-Budget-Netbooks noch halbwegs flüssig funktionieren würde. Aber im Augenblick ist das noch nicht implementiert. Okay, mal schauen, ob meine zweite VM hier läuft. So, für das nächste interessante Feature muss ich hier noch eine zweite VM booten. Ich bedauere, dass ich die vorher noch nicht gestartet habe, weil keiner sieht gerne Windows XP beim Laden zu. Naja, dann ist es ein ganz normaler nativer Prozess, ja. Es geht jetzt nur um diese Startzeit. Exakt, ja. Also da ist auch keine, also es ist nicht wie Anwendungsvirtualisierung, bei der dann zur Laufzeit noch irgendetwas verändert wäre. Oder dass da irgendeine spezielle Version gebaut ist, die Also das ist auch das Schöne, diese ganzen Feeds, die da jetzt eine Liste sind, das ist so vielleicht ja, ein kleiner Bruchteil von denen, die im Augenblick existieren, die verweisen auch immer auf die Versionen, auf die Archive von den Originalherstellern auf deren Websites. Das sind jetzt zum Großteil SourceForge-Projekte, das sind einfach direkt die Downloads, wie die anbieten. Die wissen von Zero Install nichts, aber das System funktioniert damit und es sind deren unveränderten Binaries. Also wir haben jetzt ja auch hier unter Windows natürlich diesen Zero-Alias-Befehl. Das sei auch nochmal kurz riert, dass der hier lebt. Wohlgemerkt, die interne Implementierung ist in der Windows-Welt etwas anders. Unter Linux legen wir ein Shell-Skript an und ein Shell-Skript verhält sich ja wirklich wie eine ausführbare Anwendung, solange das Executable-Bit gesetzt ist. Unter Windows war der erste Gedanke eine .bat-Datei, aber das ist halt wirklich nicht das Gleiche. Erstens würde sich zum Beispiel, wenn man diesen Befehl mal aus einer GUI-Anwendung heraus öffnet, immer nochmal eine Konsole öffnen. Oder ein anderes... Na. Vorführeffekt. Sollte egal sein. Also das andere Problem ist, dass Stapeldateien, also diese .bat-Dateien, wenn man sie aus einer anderen Stapeldatei heraus öffnet, sich wieder subtil anders verhalten. Sie ersetzen die bereits laufende Stapeldatei und spawnen nicht einen eigenen Prozess. Also unterm Strich klappt das einfach nicht. Deswegen macht die Windows-Version etwas geringfügig umständlicheres. Sie generiert on the fly eine kleine Wrapper-Exe, die dann aber intern nichts anderes tut, außer wieder Zero Install starten. Also wenn ich die Konsole schließe und wieder öffne, dann dürfte jetzt auch hier direkt über die Befehlszeile FileZilla zum GUI führen, ja. War das der Stack Trace, war das ein .NET Stack Trace? Mhm. Das Problem war, wenn man eine Umgebungsvariable unter Windows verändert, dann kriegen die bereits laufenden Prozesse davon nichts mit. Da muss man Win32 API-Aufruf machen, der allen Prozessen sagt, holt euch die Umgebungsvariable neu.
und anscheinend habe ich da irgendwo Mist gebaut. Also da gab es eine Access Violation beim Versuch, diese API aufzurufen. Getestet hatte ich das unter Windows 7 und vielleicht hatte sich da irgendwas an den Details unter Windows XP geändert. Okay, so das letzte neue Feature, das ich jetzt demonstrieren will, das ist, gefällt mir persönlich am besten, aber ich hoffe jetzt auch, dass es mir nicht um die Ohren fliegt. Diese ganze Desktop-Integration, die ich jetzt vorgenommen habe, die geschieht nicht einfach und hat das System dann irreversibel verändert. Da liegt irgendeine XML-Datei, in der genau aufgezeichnet ist, was habe ich im System verändert. Ich habe eine Verknüpfung angelegt und ich habe einen neuen Alias generiert. Diese XML-Datei, können wir kurz einen Blick drauf werfen, bevor ich weitergehe. Die liegt in meinem User-Profil. Und hier drin ist dann die Struktur identisch mit dem, was man unter Linux unter /config kriegen würde. Dort gibt es jetzt dieses Verzeichnis Desktop-Konfiguration, in dem alles drin ist, was irgendwie mit der Desktop-Konfiguration zu tun hat. Die gecachten Icons und hier zum Beispiel die Liste. Im Augenblick haben wir ein Programm integriert. Wir haben dort einen Menü-Eintrag und einen Desktop-Eintrag angelegt. So, ich hatte hier gerade Zero Install Sync eingetippt und statt lang zu erklären, was es macht, demonstriere ich es einfach. Wenn ich jetzt bei meiner zweiten VM, also getrennte Maschine, die einfach nur beide Internet in Anführungszeichen hängen, Zero Install Sync eintippe, dann wird entweder ein weiterer Stacktrace kommen oder... Wenn du diese Information über die Desktop-Integration dann gelernt hast, Ja, also der Entfernbefehl ist zum Teil nicht vollständig implementiert, aber es ist im Grunde von der Syntax, aber bevor ich darauf eingehe, wegen diesem Sync, also was jetzt hier geschehen ist, ist, dass da diese Desktop-Integration aufgezeichnet ist, lässt sie sich ohne weiteres zum Beispiel auf irgendeinen Public-Server oder auch auf einen privaten Server hochschieben und auch wieder runterziehen. Also ich habe jetzt auf dieser zweiten Maschine denselben Befehl eingetippt und habe jetzt auch hier meine Verknüpfung gekriegt und auf dieselbe Art und Weise könnte das Ding auch Alias oder Dateizuordnung oder so etwas synchronisieren. Wenn ich die Sachen wieder entfernen will, dann ist der vorgesehene Befehl einfach Integrate App und so weiter, die gesamte URL, und dann genauso wie ich vorher Add hatte, ein Remove. Oder einfach Remove-App, um sämtliche Integration dafür rückgängig zu machen. Diese Idee mit dem Synchronisieren ist im Grunde, dass ich mir meine Desktop-Umgebung zusammenstellen kann mit allen Programmen, die ich brauche, sagen wir mal Browser, FTP-Tool, was auch immer ich verwenden möchte, synchronisiere das mit irgendeinem Server und kann dann bei allen Rechnern, die ich einsetze, es im selben Stile wie zum Beispiel Firefox Sync immer auf dem gleichen Stand halten. Das verwendet intern einen 3D-Generator, sodass wenn ich bei einem Programm einen hinzufüge, am anderen entferne, dass es dann das auch durchaus versteht. Und solange ich jetzt nicht richtig funky werde und die Details der Integration einer Anwendung auf zwei Rechnern verende, ohne zu synchronisieren, dürfte es damit auch gut umgehen können. Da komme ich jetzt direkt drauf. Also die Anwendungsliste liegt ja lokal als XML-Datei. Wenn ich das Ganze synchronisieren will, dann muss ich zunächst einmal einen, das habe ich jetzt in den VMs vorher schon gemacht, mir irgendeinen privaten Schlüssel auswählen, also eine beliebige Zeichenkette, solange es eindeutig ist, die auch nur ich kenne. Und mit der wird das Ganze dann verschlüsselt. Es ist jetzt nicht super sicherheitskritisch, aber potenziell will man nicht, dass fremde Leute sehen, welche Anwendung man verwendet. Und das Ganze wird dann auf einem HTTP-Server mit einem Put abgelegt. Also am anderen Ende ist ein minimalistisches PHP-Skript, das nichts weiter macht, außer Credentials überprüfen, Benutzername und Passwort und dann die Datei ablegt. Ich habe dann vor, das Ganze noch einen kostenlosen Dienst auf zero-install.de, die Projektwebseite zu stellen, dass das Ganze anbietet, aber jeder kann sich so etwas auch selbst aufsetzen. Also da auf der Serverseite ist dort nichts außer einem verschlüsselten Binärblock, der weiß von nichts. Und der Sync-Befehl, der zieht sich die aktuelle Version, hat außerdem noch eine Kopie des Standes, wie es beim letzten Sync war, mit den drei Daten, also die Daten vom Server, die Daten vom letzten Sync und die aktuellen, macht dann sein 3-Wege-Merge, kann die Veränderung feststellen und schiebt dann einen neuen Stand wieder auf den Server hoch. Also auf die Art und Weise dürfte es auch problemlos mit mehr als zwei Rechnern funktionieren. Du musst auf allen Clients den gleichen Schlüssel haben. Ich kann noch mal kurz in die VM zurückgehen. Im Augenblick gibt es dafür jetzt noch kein schönes GUI, sondern nur eine einfache Auflistung des Inhalts der Config-Datei.
Aber es sind einfach Konfigurationswerte, bei denen ich einen HTTP-Server habe, einen Benutzernamen und Passwort, mit dem ich mich bei dem Server authentifiziere und dann davon getrennt diesen Kryptoschlüssel. Im Augenblick hier ein einfaches A, aber es kann natürlich beliebig lang sein. Also ist intern einfach AES mit einem 128-Bit-Schlüssel. Also die Logik dahinter ist im Grunde stark von Firefox Sync auch abgekupfert, inklusive dieser lokalen Verschlüsselung. Das heißt also, der Server kennt zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Details. Und die Benutzernamen- und Passwort-Kombi, die ist eben nur dazu gedacht, dass kein anderer das Profil einfach überschreiben könnte oder dass man eine Quote überschreiben könnte. Okay, also der letzte Teil, da möchte ich noch kurz einen Überblick geben, welche Sachen bei Syrenstorm noch geplant sind. Einerseits die schon angefragte Konfigurationsverwaltung, also dass Syrenstall die konkrete Instanz inklusive des Profils und so weiter steuern kann. Das könnte man vielleicht auch noch in dieses Sync mit hineinbauen. Das dürfte um einiges komplizierter werden, weil so ein Firefox-Profil ist, kann ja schnell mal 50, 80 Megabyte groß werden und das kann man nicht einfach schnell in einen Binärblob rüberschieben. Aber die Idee ist auch, dass man komplexere Konfigurationen, so etwas wie das XAMPP im Augenblick anbietet, auf einen Schlag abdecken kann. Wenn jemand irgendein größeres Projekt, das viele zusammenhängende Komponenten hat, starten will, dann reicht es vielleicht nicht, nur Abhängigkeiten zu lösen, runterzuladen. Die Dinger müssen auch potenziell irgendwie konfiguriert werden. Aber die Konfiguration will ich ja trotzdem nicht fest reingebraten haben in das Programm. In dem Fall würde Syrenstall halt die Möglichkeit bieten, für diese Instanz eine Default-Konfiguration zu liefern, die User noch weiter verändern kann. Dann ein weiterer Aspekt, wo diese Hashes von großem Vorteil sind, ist, dass man bei den Downloads so viel machen kann. Im Augenblick laden wir ja nur eine Datei von FTP oder HTTP-Server runter und dann packen sie. Aber da man diese kryptografischen Hashes hat, könnte man zum Beispiel auch Mirrors oder Peer-to-Peer-Sharing der Dateien verwenden und weiß immer, dass man die richtigen Dateien bekommen hat. Die Idee mit dem Peer-to-Peer ist, dass User, die etwas über Syrenstall installiert haben, haben die Dateien ja immer noch in ihrem Cache drin. Und sie können selbst sicherstellen, dass sie nicht beschädigt wurden und sie können es an andere Leute schicken, die auch sicherstellen können, dass es nicht beschädigt wurde. Also wenn ich in einem Heimnetzwerk bin und installiere auf einem zweiten Rechner etwas über Syrenstall, dann könnte es feststellen, ein Rechner in diesem Heimnetz hat das schon im Cache oder mehrere und sieht es sich dann peer-to-peer-mäßig. Für die Linux-Version gibt es davon auch schon Implementierung, die ist im Augenblick auch noch experimentell, aber solange es innerhalb eines Heimnetzwerkes ist und nicht übers Internet geht, funktioniert die auch. Und Delta-Patches sind auch so eine Möglichkeit. Im Augenblick wird eine neue Version komplett runtergeladen und packt und fertig. Wenn es was Kleines ist wie FileZilla, kein Problem. Ein Monsterprojekt wie irgendein größeres Spiel zum Beispiel würde damit natürlich früher oder später bei Updates zu Problemen führen, weil wir jedes Mal die komplette Version laden. Da wir wissen, dass die Dateien unverändert sind, könnte man auch einfach eine kleine Delta generieren. Und ein interessanter Aspekt, an dem auch noch gearbeitet wird, damit habe ich dann nichts zu tun, das ist im Augenblick nur in der Linux-Version umgesetzt, ist Sandboxing. Syrenstall stellt ja schon mal sicher, dass bei den Installationen nichts am Rechner verändert wird. Aber wenn das Programm gestartet ist, kann es ja immer noch amok laufen. Aber wenn man das mit irgendeiner Sandbox, wie zum Beispiel Plash oder E ist noch ganz interessant in dem Aspekt, kombiniert, dann kann man damit im Grunde die Sache Ende zu Ende abdecken. Syrenstall sorgt dafür, dass das Programm unverändert runtergeladen wird und nur kontrolliert ins System integriert und die Sandbox sorgt dafür, dass das System, das laufende Programm dann nur die Dinge durchführen kann, die es soll. Kennt ihr E? Ist das ein Begriff? Das ist eine Programmiersprache, die spezifisch auf Sandboxing ausgelegt ist. Also es ist keine Allzweckwaffe, mit der man bestehende Programme sicher macht, sondern mit der man neue Programme schreiben kann. Das Besondere an E ist, dass ein Programm aus Sicht des Benutzers alles kann. Man kann damit jede beliebige Datei öffnen, aber es kann tatsächlich nur Aktionen ausführen, die vom Benutzer angefordert werden. Also wenn es einen Datei-Öffnen-Dialog hat, dann ist dieser Datei-Öffnen-Dialog außerhalb der Kontrolle des Programms und das Programm kriegt nur Zugriff auf die Dateien, die der Benutzer geöffnet hat. Man könnte damit also einen Texteditor machen, der, wenn er will, Dateien zerstören kann, die der Benutzer bearbeitet, aber jenseits dessen nichts anrichten kann. Da gibt es auch eine fertige Demo auf der Seite von Syrenstall, wo diese Integration mit E schon umgesetzt ist. Der ursprüngliche Entwickler hat da auch so eine kleine Challenge draus gemacht. Er hat gesagt, schreibt ein Programm mit E, ich führe es aus und wenn euer Programm es schafft, eine bestimmte Datei von dem Rechner zu stehlen, habt ihr gewonnen. Ist bislang auch noch nicht geklappt. Es ist jetzt nichts, was im Grunde eine Errungenschaft von Syrenstall ist, sondern eben dieser Sprache. Aber das Schöne daran ist, dass Syrenstall dieses ganze Drumherum für einen löst. Also es installiert E für einen, es startet das Programm mit E. E ist einfach eine weitere Abhängigkeit, die selbst wiederum von Java abhängt und auch darum kümmert es sich.
Okay. Das sind jetzt so die zwei relevanten Websites. Serumstall.net ist die ursprüngliche Projektwebseite und der Windows-Port und noch eine deutsche Beschreibung ist unter serumstall.de. Mit dem kleinen Vortragsteil hier bin ich soweit durch. Ich habe, wenn nach den Fragen noch Interesse besteht, eine Sache, die potenziell interessant sein könnte, nämlich ich kann mal kurz demonstrieren, wie man selbst ein Programm über Serumstall paketiert, also wie man selbst etwas damit veröffentlicht. Aber aus der User-Perspektive bin ich soweit durch. Und wenn ihr jetzt gerade Fragen habt, dann schießt bitte los. Ja? Gibt es denn irgendwelche Verfahren, wie man zum Beispiel Signaturen einbinden könnte? Also, dass man eben solche Hashes auch andere Möglichkeiten hätte, die vielleicht zu schützen? Gut, also es gibt ja diese GNU-PG-Signatur des Feeds selbst. Man kann beliebig viele GNU-PG-Signaturen auf ein Feed anwenden. Also wenn man zum Beispiel den Mechanismus verwenden möchte, um zu sagen, ich Kraft meines Amtes als Ubuntu-Packager sage, dieses Programm ist sicher, dann könnte ich sagen, damit ich signiere Feeds mit diesem GNU-PG-Schlüssel. Serumstall hat dann auch noch so einen Lookup-Server, bei dem es diesen Keys irgendwelchen extra Informationen zuordnen kann. Also wenn man ein Programm das erste Mal startet, könnte es anzeigen, dieses Programm ist signiert von Hans Müller und zusätzlich wurde es auch noch abgesegnet von folgenden Benutzern. Ja? Mich würde interessieren, wie du hast vorhin kurz erwähnt, dass eigentlich im Hintergrund so ein kleiner Python-Server läuft, wie die Kommunikation mit dem XML. Der Python-Solver, der generiert ein XML-Dokument, das die ausgewählten Implementierungen beschreibt und wie die in Abhängigkeit zueinander stehen. Und das Ganze geht dann über eine Pipe an den .NET-Prozess, der diese XML wieder zerlegt und darauf basierend die Sachen runterlädt, integriert und so weiter. Also das ist eindeutig der Performance-Bottleneck im Augenblick. Wenn ich da eine Messung durchführe, dann ist der .NET-Prozess so vielleicht 90% der Zeit damit beschäftigt, entweder XML zu parsen oder darauf zu warten, dass der Python-Solver etwas liefert. Also so im Augenblick ist es halt auch nicht sonderlich drängend, daran was zu ändern, weil es funktioniert und nicht sonderlich schnell ist. Nee, das ist im Grunde einfach nur Standard Out vom Python-Prozess und der wird dann abgefangen. Okay, der allerletzte Teil, also wie gesagt, das ist alles, was von der User-Perspektive her interessant ist, wäre dann noch das Paketieren. Ich hatte ja vorher erwähnt, dass man mit Serumstall auch, wenn diese Desktop-Integration mal steht, so Sachen wie Dateiassoziation machen kann. Wenn man das von Hand in sein Feed eintragen müsste, wäre das ja ziemlich nervaufreibend. VLC kann vielleicht 30 verschiedene Dateiformate und wenn man jetzt anfangen soll, für jeden die Dateiendung, den MIME-Type und so weiter nachzulesen und mit welchen Parametern man es starten muss, dann würde einen das früher oder später wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben. Deswegen habe ich mir da etwas abgeguckt, was in der Welt der Desktop-Integration recht gängig ist. Bei so Tools wie zum Beispiel AppV oder ThinStall, die funktionieren in der Regel so, dass man einer Anwendung, dass man sein System vorher den Zustand in Snapshot erstellt, die Anwendung installiert, danach ein Snapshot erstellt und das Ding stellt fest, was sich am System verändert hat und zieht daraus dann alles, also welche neuen Libraries hinzugefügt wurden und so weiter. Und bei Serumstall habe ich jetzt einen etwas kleineren Ansatz gewählt, bei dem das Ding nur feststellt, welche Desktop-Integration vorgenommen wurde und die dann in dieses Feed-Format extrahiert. Ich könnte also jetzt, oder wenn diese VM sich mal dazu bequem zu starten, ich kann zum Beispiel einfach das Firefox-Setup ausführen, das VLC-Setup und die Änderung, die es dann vorgenommen hat, Caption und die habe ich dann in einem XML-Format und das kann ich dann anschließend wieder komplett losgelöst in dem Setup verwenden. Ich kann wieder diese saubere Serumstall-Installation machen, bei der nur ein Archiv entpackt wird und zusätzlich dann noch Serumstall sagen, verknüpfe es bitte korrekt mit den Dateiendungen und zwar nicht einfach direkt mit der Excel-Datei, sondern jeweils wieder über diesen Serumstall-Befehl, sprich, wenn ich auf irgendeinem fremden Rechner VLC integriere, dann wird es trotzdem erst geladen, wenn man ihn tatsächlich braucht. So, also diese Erfassung, das ist wieder ein eigenes Befehlszeilentool, Zero Capture. Also in der Serumstall-Welt fängt alles mit Null an. Die ganzen zusätzlichen Tools, da gibt es zum Beispiel Zero Compile oder Zero Publish ist ein Editor für die Feed-Formate. Also wenn man Null drückt und dann Auto-Vollständigung, dann sieht man im Grunde, was es in der Serumstall-Welt gibt.
Also das Programm orientiert sich jetzt in der Bedienung vielleicht entfernt an einem Versionsverwaltungssystem. Ich initialisiere ein Capture-Verzeichnis und wenn ich dann mit CD in dem Verzeichnis drin bin, dann beziehen sich alle Operationen auf diesen Capture-Prozess. Also ich lege einen Schnappschuss vom System an, wie es im Augenblick ist. Das heißt, es merkt sich, welche Dateiassoziationen gibt es, was ist der Standardbrowser, all der Kram. Dann kann ich mein Setup ausführen. Zu dem Zweck werde ich jetzt einfach mal das Firefox 5 Setup, das ich auf meinem Host-Rechner habe, reinziehen. Beziehungsweise, vielleicht habe ich hier noch eine Kopie liegen. Ja, wunderbar. Wohlgemerkt, das würde man jetzt immer in einer VM machen. Also das ist, wenn man jetzt selbst ein Programm über Zero Installer veröffentlichen will, für das man schon einen Installer gebaut hat, oder man möchte einen Zero Installer Feed für ein fremdes Programm erstellen, dann wäre der Ansatz, dass man sich eine Virtual Machine aussetzt, die ruhig zugemüllt werden darf, verwendet dieses Tool, um die Differenz festzustellen, was das System, am System verändert wird, und hat anschließend einen Feed, der das Ganze so beschreibt, dass man es auch wieder reversibel anwenden kann. Dann den zweiten Schnappschuss, wie das System anschließend aussieht. Und der letzte Teil ist tatsächlich Erfassen der Änderungen, wobei ich dem System noch einmal ein bisschen auf die Sprünge helfen muss. Man muss ihm noch sagen, was ist denn jetzt eigentlich die Hauptexe? Bei Firefox liegen ja noch ein paar Hilfsexen dabei, Ex-Dateien dabei, zum Beispiel dieser Crash-Reporter oder der Uninstaller. Und wenn man das nicht angibt, dann wüsste das nicht, was jetzt die tatsächliche Ex-Datei ist, die gestartet werden soll. Und was jetzt geschehen ist, ist, wir haben hier eine neue XML-Datei erzeugt bekommen. Sicher nicht. Und das ist wieder ein Installer-Feed, in dem bereits der Name und die Beschreibung des Programms drinsteht. Diese Beschreibung, die stammt aus den Daten, die Firefox in der Registrierung eingetragen hat. Und hier eine Liste der Fähigkeiten, also Capabilities, was das Programm alles kann. Also es kann in diesem Fall das FTP, HTTP und HTTPS-Protokoll verarbeiten und kann Dateien mit diesen Endungen verarbeiten. Und wenn ich jetzt die Sache noch vervollständigen wollte, dann würde ich jetzt eben entweder ein fertiges Archiv finden, das Mozilla anbietet, oder selbst ein ZIP-Archiv erstellen, das Ganze hochladen und dann könnte der End-User es auch wieder über diesen Integrate-App-Befehl installieren. Okay. Zero-Catcher ist im Moment Windows-spezifisch. Ja, und ist auch noch nicht veröffentlicht, also das ist jetzt. Ich bin ehrlich froh, dass mir da keine Exception um die Ohren geflogen ist. Es ist jetzt gerade noch im Stehen. Wie wäre der, was du vorhin gesagt hast, so der Hauptweg, um ein eigenes Paket? Ja, es gibt sowohl für Windows wie auch für Linux einen grafischen Editor, um Pakete zu erstellen. Die sind in beiden mehr oder minder äquivalent in ihren Funktionen. Ich kann gerade mal hier starten. Da ich jetzt außerhalb der VM bin, dürfte es auch ein klein wenig schneller sein. Also klassischerweise fängt man entweder mit einem leeren Texteditor an oder verwendet das Tool, trägt dann diese vorher erwähnten Metadaten ein, das heißt also Name des Programms, URL, unter der ich es veröffentlichen möchte, URL der Website, Icons, was auch immer. Na. Also sagen wir mal, wenn wir Firefox veröffentlichen wollten. Das ist noch ein kleiner Sicherheitsaspekt, dieser Interface-URL, das ist die URL, wo die Datei hochgeladen wird. Und das steht in der Datei selber nochmal drin. Und das ist insofern relevant, weil es da einen etwas absurden, aber doch denkbaren Angriff gibt, wenn das nicht der Fall ist. Wenn wir davon ausgehen, dass jemand einfach diese Datei austauschen könnte, dann könnte jemand, der ein Paket für die Tools CAT und RM angelegt hat, beide signiert haben und sagen, ja, diese Programme sind zuverlässig, die tun das, was sie sollen. RM löscht Sachen, CAT löscht Sachen nicht, und wenn jemand diese Dateien einfach austauscht mit diese Feeds, dann stimmen ihre Signaturen noch und das Programm würde nicht Alarm schlagen, und jemand, der dann CAT startet, kriegt stattdessen M und hat seine Daten damit vernichtet. Aus dem Grund muss auch diese URL mit in der Datei drinstehen und diese auch von der Signatur abgedeckt. Will heißen, wenn ich jetzt diese URL aufrufe, dann wird es alles nur ausführen, wenn tatsächlich das drinsteckt, was ich erwarte.
So, der interessante Teil ist dann das Anlegen einer Implementierung. Die Implementierung ist dann die konkrete Version, also sagen wir mal, Firefox ist aktuell 5.0 und dann das Archiv, von dem das Ganze aus runtergeladen werden soll. Hier ist es eigentlich fast unverzichtbar, einen Editor dafür zu verwenden, es nicht mit der Konsole zu machen, weil in diesen Feeds stehen ja am Schluss ja auch die Hashes drin und wenn ich jetzt von Hand anfange, Hashes zu berechnen, werde ich nicht mehr glücklich. Jetzt könnte ich hier die URL eintragen. Es gibt dummerweise kein ZIP-Archiv für Firefox. Ja. Aber ich könnte mal, das WLAN steht, einfach irgendein anderes ZIP-Archiv nehmen von den ganzen Feeds, für die es welche gibt. Typischerweise würde man sich jetzt diese URL von der Website holen oder zum Beispiel diesen ganzen SourceForge-Projekten, da gibt es ja ein sehr vorhersehbares Schema, wie die Dateien benannt sind. In dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel für die ganzen Projekte, die es hier gibt, ein Skript angelegt, das das Ganze automatisiert. Also alles, was dieser Editor hier kann, ist auch über eine API, über zum Beispiel IronPython oder so etwas ansprechbar. Das heißt, wenn man sich entschließt, ich verwalte jetzt den Feed für FileZilla, muss ich nicht jedes Mal im Editor rumklicken, wenn eine neue Version rauskommt, sondern mir einfach ein Skript bauen, dem ich sage, FileZilla Version 5.0 ist draus, mach alles, dann zieht es das Archiv runter, entpackt es, generiert die Hashes und kann dann, wenn man es möchte, zum Beispiel auch gerade Amok läuft. Nichtsdestotrotz, das ist eben der Feed, in dem man augenblicklich reichlich wenig drinsteckt, eben Version 5.0 und keine Download-URL, aber alle weiteren Daten werden da auch drin. Also wenn ich selbst einen Feed veröffentlichen möchte, gehe ich einfach durch den grafischen Editor und klicke mir die Sachen im Grunde zusammen. Okay. Ich setze nochmal das nette Fragezeichen hoch. Ja, bitte. Wenn jemand fehlerhafte Dateien verteilt, im falschen Netz schafft, ist das dann nochmal Blacklisted? Das ist im Grunde nicht Aufgabe der Sache. Die Idee ist, dass die Sicherheitsüberprüfung im Grunde bei der Wahl der URL stattfindet. Also wenn ich mich entscheide, ich hole etwas von dieser URL und weiß, wer den dazugehörigen Key hat, dann muss ich dieser Person vertrauen können. Also die Idee ist nicht, dass es sozusagen einen Zero-Install-Gott gibt, der definiert, was ist bei Zero-Install in Ordnung und was nicht, sondern jeder sich selbst der Nächste. Und wenn man so etwas wie zuverlässige Quellen haben möchte, dann muss man entweder auf die Websites der Originalhersteller gehen, also wenn zum Beispiel irgendwann mal Firefox, also Mozilla, Firefox über Zero-Install veröffentlichen würde, dann wüsste man halt die Version, die von Mozilla kommt, ist die ja die, der ich vertrauen möchte. Würde das nicht auf eurer Website, wenn ihr wüsstet, dass es ein Angreifer ist? Bitte? Also wenn ihr wüsstet, das wäre irgendwie eine gehackte Software, würde ich das... Ja, wohlgemerkt, die Feeds, die wir im Augenblick haben, sind im Grunde nur dazu da, um die Sache einen Stein ins Rollen zu bringen. Aber die Software, die wir dort haben, sind im Grunde einfach bekannte Projekte, die auf SourceForge liegen. Was es übrigens noch gibt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass derjenige, der den Feed erstellt hat, dass der reingelegt wurde und hat versehentlich eine falsche Version veröffentlicht oder es werden gravierende Sicherheitslücken gefunden, da gibt es schon eine Möglichkeit. Der Feed, der enthält unter anderem auch Flags, was die Stabilität angeht. Ich kann zum Beispiel sagen, diese Version ist mir weiterhin bekannt, aber ab sofort gilt sie als unsicher oder als buggy. Dann, dieser Solver hat ja dann einige Sachen, die mit reinfließen. Wie schon vorher erwähnt, kann ich sagen, diese Version bevorzuge ich, aber man kann zum Beispiel auch sagen, update nicht um jeden Preis. Ich will die Version, die im Cache ist, ich will meine Bandbreite schonen. Aber wenn eine Version als unsicher gilt, dann wird das Server sagen, ja, das ist wichtig, in diesem Fall überschreiben wir das. Okay, wir sind inzwischen schon eine halbe Stunde drüber. Oder? Offiziell geht es doch bis 14.0, oder? Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.